Chris, du hast eine übelste Rückenbreite, das ist asozial. Auf Posen könnt ihr beide eigentlich noch recht lang halten, also ist ja jetzt nicht gerade so durchgerasselt. Arme, würde ich sagen, hat Patrick einfach noch ausgewogener. War auch eine komplett unterschiedliche Struktur, ihr zwei, das ist echt der Wahnsinn. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehen, Freunde. Wir haben uns heute mal gedacht, ja, nach dem Training machen wir noch mal ein kleines Posing-Battle. Ja. Ich stelle mich heute mal neben dem Panzer schlechthin hin, um für euch einfach mal zu präsentieren, wie sieht das Ganze in der Offseason, muss man an der Stelle sagen, gegeneinander aus. Ja? Was wiegst du aktuell? 110, meintest du? Ja, ich fange jetzt Offseason an. Ja, ich bin schon maximal fett. Also ich habe Peak-Offseason mittlerweile erreicht. Dementsprechend sieht die Körperkomposition aus. Aber ich denke mal, das war ganz interessant, das so ein bisschen im Kontrast zu sehen. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns nackig. Daniel bewertet das Ganze. Schiebt uns von Pose zu Pose und kicken wir mal, was die müden Leiber jetzt bieten haben. Ich schiebe, ich bewerte, ich freue mich. Bester Job für euch. Einmal in die Front-Pose. Front Relax. Okay. Quarter Turn to the right. Vierteldrehung nach rechts. Ah, ja, natürlich. Das will jeder sehen. Jeder will es sehen. Also. Sieht man hier sehr gut, dass beide vorne im Schatten stehen. Ja, aber Paddys Beine auf jeden Fall sehr, sehr lean. Chris' Oberkörper extrem prall. Vierteldrehung nach rechts. Allgemein Chris mehr Beinschwung. Und der Lat sieht auch komplett unterschiedlich aus. Chris, du hast eine übelste Rückenbreite. Das ist asozial. Ja, Vierteldrehung nach rechts. Also man sieht einen Gewichtsunterschied einfach hier doch schon relativ präsent. Vierteldrehung nach rechts. So, und einmal in die Front Double Bicep. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass Chris da auch besser vom Licht ausgestrahlt wird. Aber auch so allgemein, ich glaube auch Körperfettanteil könnte noch dezent leaner sein. Bei Paddy halt sehr, sehr krass Rectus. Also die Beine gerade von vorne kommen noch super. Einmal Front Lat Spread. Im Übrigen, Chris, ich gehe jetzt so ein bisschen so die Neddy-Posen durch von der Reihenfolge. Ich glaube, bei NPC ist es ein bisschen anders. Ja, Lat von vorne bei beiden extrem stark. Brust auch extrem gut bei beiden. Quad-Schwung hat Chris ein bisschen mehr. Einmal eine Side-Chest. Auf Posen könnt ihr beide eigentlich noch recht lang halten. Also ist ja jetzt nicht gerade so durchgerasselt. Also beim Bein muss man sagen, ist Paddy einfach deutlich leaner. Schulter bei Chris auch nochmal deutlich freier. Arme, würde ich sagen, hat Patrick einfach noch ausgewogener. Okay, Side Tricep. Hier wäre im NPC normal Lat Spread, oder? Jetzt danach. Ja. Okay. Ja. Also gerade die Midsection, Chris, ist bei dir auf jeden Fall auch noch ziemlich lean. Das ist ja das, was Patrick jetzt eher so immer als Problem hat, so in der Offseason. Einfach ein bisschen schneller zugeht. War allgemein sehr, sehr stark. Okay, einmal eine Back Double Bicep. So, auch hier Chris sein Lat extrem krass. Paddys Schultern, vordere Schulter, auch übel. Ganz, ganz übel. Waden kommen auch sehr gut, Paddy. Back Lat Spread. Ja, ich muss ja auch ein bisschen was erzählen, Freunde. Erzähl nach. Ja, okay. Ihr habt es bald geschafft. Christmas Tree Flying, ja? Also hier auf jeden Fall von der Breite bei Chris extrem beeindruckend. Also das Schlüsselbein ist einfach auch super, super heftig. Beide vom unteren Lat auch sehr, sehr gut. Komm, ich spanne euch nicht auf die Folge. Einmal bitte Most Muscular, Abs and Thighs ersparen wir uns einmal. Obwohl es bei Chris tatsächlich, also Mittelpartie geht schon noch ziemlich fit halt, ne? Also. Ja. Ja. Beides sehr, sehr stark. Beide sehr, sehr stark. Ich glaube, das ist aber auch so ein richtig krasser Unterschied zwischen Neddy und Enhanced. Einfach so diese Mittelpartie, wie frei die bei dir tendenziell noch ist. Hat sich das nach dem Wettkampf geändert? Also ist die Mittelpartie schon mal
schwächer gewesen so, dass sie schwammiger war? Ja, früher. Ja, also weil das ist, also so eine Mittelpartie post-Competition zu halten, ist fast nicht möglich natural, würde ich sagen. Also das ist... Ist so der Punkt, wo du eigentlich immer am ehesten erstmal ansetzt. Ja. Aber ich glaube, das sind doch die dicke der Bauchmuskeln, ne? Ja, aber... Ich habe auch früher tot trainiert. Ja, aber ich habe auch relativ dicke Bauchmuskeln, aber das ist... Das hängt schon ordentlich. Ja, wo man halt eben sieht, dass bei dir halt beim Bein halt auf jeden Fall noch viel mehr Cut sind. Ja. Also so auch Sartorius noch sichtbar ist und sowas. Aber allgemein, also dein KFA ist auf jeden Fall noch nicht so hoch. Ne? Also der ist schon... Das, was ihr immer sagt, ein Oberkörper ist bei mir viel schneller fett als mein Bein. Was jetzt interessant wäre, einfach mal... Tauscht mal einmal kurz bitte so die Pose, nur mal für zwei, drei Posen, um das mal im Vergleich zu sehen. Er in die Mitte geholt oder was? Ja, er wird in die Mitte geholt. Einfach nur mal vom Licht, das halt mal zu sehen, was das ein Unterschied ist. Macht mal eine Front Double Bicep nochmal. Ja, sieht auf jeden Fall dann vom KFA auch schon nochmal einen Ticken anders aus. Es macht nicht so viel aus, also Chris ist auf jeden Fall vom KFA sehr, sehr gut dabei, aber ein bisschen. Machen wir Side Chest. Auch eine komplett unterschiedliche Struktur jetzt, weil das ist echt der Wahnsinn. Einmal noch eine Back Double. Ja, aber ja, da kommt die Kontur auch nochmal besser auf jeden Fall zur Geltung. Betty, was hast du jetzt an Gewicht? 103 letzten beiden Tage. Ja. Aber ich bin ja auch ein Ticken größer. Noch muss man an der Stelle auch sagen, dass im Verhältnis noch ein paar Kilo abziehen. Chris, wie schwer warst du bei deinem Wettkampf? 93. Okay, ich war 90. Also ich finde, du siehst jetzt, no joke, ich finde es schon sehr beeindruckend. Also im Gegensatz zu den 93. Ja, du hast mich ja auch gesehen. Ich habe dich ja auch flach und entladen und tot gesehen. 93 hast du mich gesehen. Ja, aber es sieht irgendwie so aus, als wäre da halt schon nochmal was draufgekommen. Ich weiß nicht, was du jetzt in letzter Zeit so gemacht hast, ob das schon sein kann, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus gerade. Ja, das kann schon sein. Ja. Ist jetzt auch, haben wir das letzte Mal gesehen. Halbes Jahr? Was? Halbes Jahr. Vor deinem Wettkampf? Du warst im März da. Achso, ja, okay. Ja. 300 Monate. Ja. Da passiert was. Ja, ja. Also schon auffällig. So, und das ist halt eben, finde ich, so das größte Ding, was man halt hat, so natural gegenüber so enhanced. Wenn man dann halt eben sieht, okay, Neddy, wenn er jetzt halt abzieht nochmal, so, dann ist halt wieder komplett andere Liga. So im Gegensatz, wenn das so Peak-Aufbau halt eben geht. So. Ist ja bei mir. Ja. Ich kenne ihn abgezogen. Ja. Das hat jeder gesehen. Also so, und beweisen muss man da auch keinen mehr was, aber der Kontrast ist halt extrem krass. Ich kann mich selbst auch live gesehen. Ja, ja, ja. Ist schon wild. Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich denke halt, ja, so Brocard incoming irgendwann halt. Ne? Paket sieht schon sehr, sehr stramm aus. So. Wir bauen jetzt mal ein Jahr auf. Ja, ja, bauen wir noch 3 Monate auf. So. Dann rennen wir mal das nächste Mal. Ja. Wenn direkt die Lichter ausgehen. Ja, ja. Das ist keine halbe Sache. Ja, ja. Ich kann das nicht abwarten. Ja. Dass sie sich für 4 Monate im Aufbau und dann schreibe ich zu Alex, ey, ich habe Bock auf die Ehe. Ja, ich glaube reicht. Ja, ja. Ja, darauf scheiße ich jetzt. Ja, nee, aber sieht schon extrem stramm aus. Aber meine Freunde, ich würde mal sagen, an der Stelle beenden wir das. Ja. Lange noch nackig jetzt hier gewesen. Nicht, dass wir uns noch was wegholen. Dementsprechend, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieser kleine Vergleich gefallen hat, vielen Dank an der Stelle natürlich an Chris und an dich, Daniel, die hier kräftig mitgewirkt haben. Ne? Unten ist auf jeden Fall die Verlinkung von den Kanälen, da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und ansonsten, meine Freunde, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, gerne kommentieren, wie ihr das Ganze fandet. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.